Hallo zusammen, ich habe hier zwei Kühlschränke, ein Dometic. Einen Dometic CRX 50 und ein Wemo WR 50L. Die zwei Kühlschränke laufen beide auf 12 Volt, 24 Volt, sind genau gleich breit, 38 cm, haben die gleiche Höhe von 53 und auch die gleiche Tiefe, also von den Außenabmessungen genau identisch. Dieser Schrank hier ist jetzt Band rechts, links, und dieser ist Band rechts. Die Innentüren, ich sag mal, bis auf ein paar kleine Details sind sie genau gleich. Wir haben hier ein kleines Tiefkühlfach. Wir haben hier ein kleines Tiefkühlfach. Dieses Tiefkühlfach kann man rausnehmen. Dann tropft aber das Wasser, was hier oben gefriert, auf die Ware runter. Und dieses Gefrierfach könnt ihr nicht rausnehmen. Das hat hier unten zwei so Kingstopp-Nieten. Diese zwei Nieten, die müssen raus, beziehungsweise auf der anderen Seite das gleiche. Dann kann man auch dieses Tiefkühlfach rausnehmen. Von der Bedienung her, wir haben hier das Display vom Dometic. Und wir haben hier das Display vom Wemo. Ich sag mal, sehen fast identisch aus. Vom Innenfach, wir haben hier ein Tabla hier und hier solch eine Klappe. Und hier haben wir ein Tabla und auch ein Tabla und hier so einen kleinen Auszug. Ich sag mal, mit Betriebsanleitung. Also von der Innenaufteilung sind die Geräte, ich sag mal, sehr identisch. Vom Verschluss her, weil ich diesen Dometic umbanden kann, habe ich den Türverschluss in der Mitte. Durch das ist aber die Hebelwirkung ein bisschen schlechter. Und hier habe ich den Verschluss auf der einen Seite. Das heißt, ich kann dann hier zumachen und die Hebelwirkung auf dem Verschluss ist kleiner. Diese Front hier, die kann ich auswechseln. Diese Front hier kann ich auch auswechseln, unten rausnehmen und im schlimmsten Fall mit einer anderen Farbe versehen. Wenn wir die Schränke von der Seite anschauen, wir haben beide hier, den Absatz ist nicht ganz gleich. Wir haben den Absatz hier, wir haben den Ventilator und ich sag mal, die Geräte sind fast identisch. Auch von den Maßen her genau gleich identisch. Wir sehen hier die zwei Geräte von hinten. Wir haben hier den Kondensator, hat die gleiche Oberfläche. Wir haben hier den Kompressor BD35F, hier auch den BD35F in der neuen Serie, jetzt ab diesem Jahr Frühling, kommt hier der BD35K, das ist der gleiche Kompressor, aber mit natürlichem Kältemittel. Hier haben wir noch R1234YF eingefüllt. Für den Laien, für den Anwender spielt das absolut keine Rolle, welches Kältemittel drin ist. Wir haben hier auch den gleichen Kompressor. Auch hier wird die Änderung kommen, das ist ein älteres Gerät, weil dieses R134A ist der Import in die EU relativ schwierig. Von der Bedienung her, die Bedienung ist auch fast identisch. Wir haben bei beiden Geräten einen Hauptschalter. Wir können hier die Temperatur hoch und runter setzen. Und wir haben eine Innenbeleuchtung. Also beide Geräte
relativ einfach gehalten. Wenn ihr mich fragt, Moscher, ich bin schon ein paar Jahre auf dem Business, welcher Schrank das besser ist, dann würde ich sagen, sind fast gleiche identisch. Hier hat es ein bisschen den Vorteil, weil ich weniger Druck auf dem Verschluss habe, weil er auf der Seite ist. Dafür kann ich den Schrank nicht umbanden, weil sonst müsste der Verschluss auf die andere Seite. Und sonst technisch identisch, Strom identisch, alles identisch. Preise ist ein Thema für sich. Bei uns kostet er jetzt knappe 700 Schweizer Franken oder 758 Euro. Weil in Deutschland sind wir teurer, weil wir in Deutschland auf diesem Gerät, und klar, das ist ein Dometic, haben wir nicht, mehr Mehrwertsteuer drauf ist. Also in Deutschland zahlen wir auf diese Geräte 19% Mehrwertsteuer, in der Schweiz nur 7,7% und wir zahlen Zoll zwischen 2,5% oder 4,5%, je nachdem, wo der Zollbeamte sich hinschaut, Haushaltskühlschrank, Bootskühlschrank, Fahrzeugkühlschrank, je nachdem, wie es eingeteilt wird. Also das heißt, wir sind in Deutschland aus diesem Grund höher. Zoll in der Schweiz haben wir nicht. Wir haben den Herrn Bundesrat Schneider-Ammann, der ist geweibelt nach China, hat mit denen ein Zollfreihandelsabkommen ausgehandelt. So können wir jetzt Geräte ohne Zoll nach China liefern und die Chinesen können ohne Zoll in die Schweiz liefern. Aber sobald wir natürlich aus der Schweiz nach Deutschland liefern, ist ja dann EU, wird der Zoll wieder fällig. Also das heißt, das ist so ein bisschen Spielerei. Es ist so. Lieferfähigkeit, ich sag mal, zurzeit können wir liefern ab Lager. Dometic kann liefern ab Lager. Eventuell findet ihr einen Händler ums Eck, der den Dometic am Lager hat. Also bei uns in der Schweiz ab Lager, in Deutschland nicht. Wir haben jede Woche eine Werksverzollung von Wemo Schweiz nach Wemo Deutschland, weil deutsche Kunden, auch österreichische Kunden, EU beliefern wir ab Deutschland mit den 19% Mehrwertsteuer. Warum habe ich jetzt beide Geräte hier? Ich habe den Wemo, den wir direkt aus China importieren, mit unserem Logo. Und ich habe den Dometic, das ist eine Reparatur. Da steht, ist 6 Monate gelaufen, kühlt nicht mehr. Ich weiß noch nicht, der geht jetzt in die Werkstatt. Ich denke, es ist nichts Heftiges, kann man flicken, reparieren. Wir machen Reparaturen an Fremdgeräten, Dometic und so weiter und so fort. Aber nur während der Winterzeit. Im Sommerzeit haben wir unsere eigenen Geräte. Da lassen wir es bleiben mit Reparatur an Fremdgeräten. Der größere Bruder von diesem Kühlschrank, da verlinke ich euch ein Video, weil es heißt der Kühlschrank, also der Bruder vom Kühlschrank und nicht die Schwester. Mache ich einen Link über das bisschen größere Modell, auch von Dometic und von Wemo. Ich wünsche euch einen schönen Tag.